Ich bin der gleiche geblieben, ey. Und das schon von Anfang an. Verfolge meine Ziele, verfolge meine Ziele. Und das schon von Anfang an. So viele Termine, so viele Termine. Was geht ab? Lang nichts mehr gehört, lang nichts mehr gesehen auf diesem Kanal. Aber es ist wieder soweit, es gibt ein neues YouTube-Video. Und zwar zeige ich euch heute am Tag eine Vorbereitung. Ihr wisst selber, wie das ist, wenn ihr Fußball spielt. Vorbereitung ist sehr intensiv, anstrengendes Training. Und ich zeige euch heute mal, wie so ein Tag bei mir abläuft. Bin aufgestanden, wir haben jetzt 10 nach 9. Und kalt geduscht, Zähne geputzt, alles drum dran gemacht. Und jetzt wird gebetet. Ach so, und was ich noch sagen wollte. Ali, danke für dieses Bild. Das ist legendär. Ich habe euch das schon mal erklärt, Fest des Tages, Dankbarkeit, Gedanken, Notizen, Gebet und Lobpreis. Ich lese in der Bibel, streiche mir ein paar Sachen an und so kriege ich dann mein Fest des Tages. Und ich sage euch ehrlich, startet euren Tag mit Gott, vertraut darauf, wie viel Kraft ihr dadurch tankt, wie viel Kraft ihr dadurch kriegt. Wenn ihr einfach morgens aufsteht, die Bibel aufschlagt, lest, eure Sachen rausschreibt, das ist Wahnsinn, wirklich. Also, ich habe gerade gelesen, reingeschrieben in mein Buch, mir Sachen markiert und das hier hat mir mein Fan geschenkt. Da steht grateful drauf, glaube ich. Hat auf jeden Fall so übersetzt. Und das lege ich immer rein in die Stelle, wo ich zuletzt war. Jetzt esse ich noch ein paar Äpfel, trinke einen Tee, weil ich muss jetzt gleich los zum Training. Also, ihr seht, ich bin jetzt mit meinem Roller unterwegs. Ich gehe jetzt zu meiner ersten Trainingseinheit. Ich zeige euch da ein paar Sachen, ein paar Ausschnitte. Nicht wundern, kann vielleicht ein bisschen anders aussehen als das, was ihr kennt. Aber ja, da geht es eher so um den kleinere Muskelgruppen stärken, weil wir sind ja gerade in der Vorbereitung, habe ich ja gesagt. Und Regeneration ist mir auch sehr wichtig und deswegen fahren wir jetzt los. Also, ich bin wieder zu Hause. Es ist ungefähr 11.30 Uhr. Ich habe eine halbe Stunde Zeit, duschen, fertig machen und dann geht's zum Mannschaftstraining. Wir sehen uns gleich. Also, wir sind angekommen bei den Roten Bullen. Wir fahren jetzt zum Training und dann wird jetzt trainiert. Also, ihr kennt das Gelände schon. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Hier wird heute trainiert. Und ich glaube, wir hören uns später nochmal. Also das erste, was ich mache, ist umgezogen. Leipzig-Sachen an. Ich gehe essen. Baba ist auch immer am Start. Baba, baba, baba. Jetzt gehe ich kurz essen. Bester Mann. Erzähl mal, was machst du da? Ich unterschreibe Autogrammkarten. Ja. Also, ich muss echt sagen, David hat mich ein bisschen überzeugt mit der Idee. Ich unterschreibe jetzt auch die Autogramme. Bis 20.08. müssen die fertig sein. Und dann machen wir das mal auf. Der ganze Stapel muss unterschrieben werden. Ich mache das jetzt eine halbe Stunde. Und dann habe ich schon eine halbe Stunde bis zum Trainingsbeginn, beziehungsweise bis zum Video. Und dann mache ich mich fertig fürs Training. Ich habe einige Autogrammkarten unterschrieben und gehe jetzt runter. Wie gesagt, jetzt beginnt das Training. Ich gehe in den Kraftraum und mache mich bereit für das Training. Wir haben noch eine Besprechung um 14 Uhr und danach gehen wir raus und wir sehen uns dann nach dem Training wieder. Also, Training ist vorbei. Ich muss jetzt Schuhe einpacken für das Spiel morgen und dann nehme ich euch wieder ganz normal mit in den Alltag. Also, ihr habt natürlich nicht sehen können, wie ich trainiert habe. Ich weiß, das ist immer schwer, dann sich das einfach vorzustellen, aber da kann ich leider nichts anderes machen. Ich war auf jeden Fall jetzt beim Training, hab trainiert, hab meine Sachen gemacht, Sachen gepackt für morgen, fürs Spiel. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit gegessen, weil ihr habt doch gemerkt, vor dem Training habe ich nicht so viel gegessen. Ich mag das nicht so vor dem Training, so viel zu essen. Und sitze jetzt im Auto, fahre jetzt nach Hause. Es ist 17:45 und um 7 habe ich einen Termin. Endlich gehe ich zum Friseur, schneide meine Haare. Und da nehme ich euch auch noch mit. Ich habe einfach gerade eine halbe Stunde, 45 Minuten mit Domi telefoniert. Domi ist Schoboslei. Und muss jetzt los zum Friseur und schneidet endlich die Haare. Und danach kommt noch der Chef. Und danach haben wir einen Tag in der Vorbereitung von mir
auch mal gesehen, wie das abläuft. Schon intensiv. Das ist halt ein bisschen kacke, weil ich glaube, es wäre schon nice, wenn ihr gesehen hättet, wie das Training abläuft und so weiter und so fort. Aber es ist halt sehr schwer, ne? It's that time. Neue Farbe drauf. Und jetzt fahren wir zum Friseur. Also ich bin jetzt angekommen beim Friseur. Jackie, sag mal hallo. Hallo. Nicht immer so scheu sein, wenn die Kamera da ist. Nicht immer so schüchtern sein. Auf jeden Fall, Jackie, mach mir jetzt die Haare frisch, weil das ist schon heftig. Also, Jackie hat mir meine Haare geschnitten, der hat mir ein Bad gemacht, wo noch nie ein Bad war. Oder ich danke dir. Guck mal hier seitlich mit Übergang und so. Also, ja. Falls du mich im Stadion siehst, sieht es ein bisschen anders jetzt, aber Dankeschön, Bruder. Kein Ding, Bro. Chef ist wieder da. Erzähl mal, was gibt's heute zu essen Leckeres? Heute wäre ein Toten und so. Eine Erdnusssoße, Fenchelsalat. Das hätte ich genau so aufgekocht. Gemüse. Genau so hätte ich das aufgemacht. Mit der Lange. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, sag mir Bescheid, okay? Also, Vorspeise ist fertig. Fiji-Wasser ist auch parat. Also, das ist mein Abendessen. Ente mit Gemüse, alles schön gemacht. Vor allem Zucchini, Karotten, Erdnusssoße dabei, Zwiebel ist drin. Aber sieht gut aus. Und mein Dessert, man muss sagen, war wieder 10 von 10 das Essen heute. Übrigens gucke ich gerade Hockey. Ich habe keine Ahnung von Hockey. Aber der Torwart von Deutschland, Maschine. Also, halten wir fest, bevor ich jetzt Normatec mache und weitere generiere auf der Couch, wie ich das jeden Abend mache, bevor ich ins Bett gehe, heute Morgen früh aufgestanden, gebetet, zum Training gegangen, zurückgekommen, umgezogen, geduscht, umgezogen, dann wieder zum Training gegangen, dort kurz Salat gegessen zum Mittagessen und dann trainiert mit Besprechung und Vorbereitung, Nachbereitung nach dem Training und dann nach Hause gefahren, mit Domi telefoniert, dann zum Friseur gegangen, ist der Koch gekommen, gegessen und jetzt Normatec. Das heißt, ihr habt so einen ungefähren Einblick bekommen, wie so ein Tag abläuft in der Vorbereitung und ihr müsst euch auch vorstellen, okay, heute hatten wir nur einmal Training, es gibt ja Tage, wo wir zweimal trainieren, die dann viel intensiver sind, wo ich noch länger unterwegs bin, aber es macht keinen Sinn, weil ich ja auf dem Platz dann nichts filmen kann oder vor unserem Training selber nichts filmen kann. Und deswegen hattet ihr heute so einen kleinen Einblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nach langer Zeit gab es wieder ein Video von mir. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und viel Spaß beim Video. Bis nächstes Mal. Ciao.